Am Anfang der Saison hat keiner damit gerechnet, dass wir überhaupt oben stehen. Und von daher ist es echt eine super Saison. Doch eher negativ. Also es war deutlich mehr drin. Die Mannschaft hat jetzt in den letzten Spielen es einfach nicht mehr gezeigt, was sie zum Großteil der Saison auch gezeigt haben. Ja, gemischte Gefühle halt. Ne? Es hat durch den Sieg und das Patzen von Heidenheim hat man jetzt wenigstens noch den DFB-Pokal erreicht und dann muss die Mannschaft halt nächstes Jahr angreifen, um dann den Aufstieg zum Ding festzumachen. Super, weiter so. Nächstes Jahr klappt's vielleicht. Ja, wenn vorher einer gesagt hätte, wir wären Vierter, hätte wahrscheinlich jeder auch genommen, oder? Ich glaube, das ist schon eine sehr überzeugende Saison. Schade natürlich vom Ende, aber ansonsten in Summe, glaube ich, vierter Platz, glaube ich, sieht man, glaube ich, jetzt jeder mit zufrieden. Zum Schluss hat es leider für die zweite Liga nicht ganz gereicht, aber wir haben Bielefeld zu Hause weggefegt, wir haben Osnabrück weggefegt, wir haben in Osnabrück gewonnen und es war eine super geile Saison. Also Abschluss der Saison war nicht so der Brüller. Also irgendwas stimmt in den letzten 5 Spielen in der Mannschaft nicht. Das war das Ergebnis. So, für die meisten war es ja wahrscheinlich so, dass sie sich mit einer geringen Erwartungshaltung hier hingekommen sind und das war schon gut auf jeden Fall. Gutes Ende, kann man sagen, ja. Im Prinzip eine super Saison, kleiner Durchhänger, aber es reicht für den DFB-Pokal. Ich meine, wir haben den Einzug in den DFB-Pokal geschafft, aber mulmiges Gefühl ist es doch schon.